Wie viele Stunden Tageslicht? 8 Stunden Tageslicht, prima. Dann haben wir noch viel Zeit. Denn manchmal findet man hier ja auch was. Weil ich will gar nicht immer rennen, weil ich glaube, das geht dann alles auf die Kalorien. 1400. Ja, ja, alles gut. Alles noch im grünen Bereich. So, du, aber die kannst du ja nicht öffnen. Vielleicht findet sich ja trotzdem hier was, aber die, so kannst du die ja nicht öffnen. Wir gehen ja erstmal von der Seite, würde ich sagen. Je nachdem, vielleicht finden wir ja trotzdem was. Ne? Schlimm wäre es ja. Ach, kannst du so da rein? Guck mal, das wusste ich zum Beispiel noch nicht. Dass du so rein kannst. Oh. Der hat sich auch zum Sterben hier hingelegt. Geil, zwei Zammerschokolade. Den Rest hast du wohl alles, ne? Ruhe in Frieden. Okay. Das war Nummer 1. Kommt man denn da auch irgendwie rein? Wo? Ach, da hinten. Okay, den lasse ich jetzt aber mal. Aber da kommen wir nicht rein, ne? Okay, was sagt Kälte? Kälte sagt geht. Ich glaube, da hinten geht's dann zu den Dings. Wo ich eigentlich so noch gar nicht hin... Wie viel... Ach, ach, st... Weißt du was, es ist ja gerade nicht kalt, wir können ja laufen, ist ja nicht das Ding. Ein bisschen was zu essen und zu trinken haben wir ja mit. Wir stiefeln jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Das ist ja der Sinn des Spiels. Einfach mal so die Map so ein bisschen zu erkunden. Komm, wir laufen mal ein bisschen. So. Da hinten läuft der Wolf. Also ich bin den Gleisen schon mal gefolgt. So spannend war das allerdings nicht. Ach, heute ist bewölkt, deswegen ist keine Sonne da. Und ich denke die ganze Zeit, warum ist das eigentlich so dunkel? Na, was sagt Erschöpfung? Ah, da geht Erschöpfung rauf. Okay. Laufen wir halt ein bisschen. Teilen wir uns das ein. Denn er atmet ganz schön schwer. Wie man hört. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Alles gut. Ach, guck mal, was haben wir denn da hinten? Ach, das ist eine Brücke, ne? Ach, das ist, glaube ich, die Brücke. Da kommen wir wieder zum See entlang, ne? Ich meine, da kommen wir wieder zum See. Das können wir uns ja mal merken. Bleiben wir mal einfach auf dem Fluss. So, alles gut. Zustand 70%. Das müssten wir eigentlich... Kannst du eigentlich gar nicht mehr ändern, ne? Du kannst, glaube ich, die Zustandsanzeige soweit nicht mehr raufkriegen, ne? Oder?
Ich weiß und ich bin noch so unerfahren. Was ist das? Da vorne. Ist das ein Grafikfehler oder ist das eine Höhle oder was ist das? Ach geil, was ist das denn? Kommen wir da irgendwie hoch? Kommen wir so hoch? Nee, kommen wir nicht. Was ist denn da hinten? Ach so, das ist ein glänzender, ein großer, ungiftiger Pilz, der nachweislich an Nadelbäumen wächst. Ich lass den mal da. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, da ist die Eisenbahnbrücke. Da können wir aber, ach so, ich dachte, kann man nicht weiter hoch? Wir können auch nicht springen, scheiße. Ach, gucke mal. Eine alte Jagdreportierbüchse im Kaliber 303. Man kann damit Rotwild schießen und vielleicht Wölfe. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und hier ist ein ausgebranntes Lagerfeuer. Und ich höre die ganze Zeit was. So, noch 7 Stunden. Uns geht's soweit ganz gut. Wir könnten gleich mal was essen und was trinken. Das möchte ich allerdings erst, wenn wir da oben sind. Und kommen wir so dahin? Ich glaube ja, ne? Das sieht doch sehr gut aus. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, als ich das letzte Mal hier da... Weil über die Brücke bin ich nämlich gegangen. Da habe ich das allerdings nicht gesehen. Siehst du? Und es wird wieder kälter. Katerstaudamm. Komm, nehmen wir mal schnell mit. 1 Stunde 18 Minuten. Der Dame halt, ne? Ne, wir nehmen mal nur das Fleisch mal eben mit. So, reicht, weil mit Kälte ist mir das nämlich sonst schon wieder zu Krähenfeder. Das können wir für... Die Feder einer Krähe, wenn du sie an einer Pfeilschaft anbringst, erhältst du einen stabilen, brauchbaren Pfeil. Siehste, jagen können wir also auch. Siehste. Der Katerstaudamm, siehste. Wir haben die Lampe, haben wir die Lampe mit? Aber ich glaube, die Lampe brauchen wir noch gar nicht, ne? Oder? Ich sehe zumindest nicht viel. Wow. Guck mal, hier waren wir, glaube ich, als wir das erste Mal... Als wir das erste Mal... probiert haben in der ersten Folge, glaube ich. Haben wir die Lampe mit dabei?
Natürlich haben wir die Lampe nicht dabei. Scheiße. Und sehen kann ich jetzt so nicht viel. Mist eigentlich. Okay, wir nehmen mal die 6 Stunden, die wir jetzt noch haben, um... Komm mal, wir suchen mal, wir nehmen mal kurz hier That'll come mit. in handy. Genau, nehmen wir das mal mit. Und dann müssen wir von unserer Basis mal die... Da müssen wir von unserer Basis mal die Lampe holen. Weil ansonsten habe ich das Gefühl, wird das nicht viel. Okay, machen wir mal beim nächsten Mal. Wir haben noch einen weiteren Weg vor, einen weiten Weg vor uns. Das müssen wir uns aber mal merken. So. So, Lufttemperatur minus 8 ist okay. Dann frieren wir nicht ganz so schnell. Dann mache ich auch gleich eine Aufnahmepause. Dann mache ich das nämlich in der nächsten Aufnahme. Das, so wird das was. So, ich laufe mal ein bisschen. Also entweder sind wir wirklich ziemlich klein. Weil das mit den Schienen, da kriechen wir ja schon fast drauf. Guck mal, jetzt können wir aber auch Tiere schießen, wenn wir jetzt noch Patronen finden würden. Weil ich glaube, dass so hat das, glaube ich, gar keinen... Was war denn das gerade für ein Sound? Keine Laternen im Inventar. Ach, das sind Quickslots. Ach, gucke mal. Warte. Damit können wir... Ah, okay. So. Dann nehmen wir das mal wieder weg. Was sagt... Wir müssen gleich dringend was essen und was trinken. Eisenbahnladeplatz. Tiere schlachten sich hier gegenseitig ab. Das ist ganz praktisch für uns. Haben wir auf jeden Fall immer genügend Fleisch. Jetzt hat der Wind auch aufgehört. Das ist schon mal auch ein gutes Zeichen. Also wie gesagt, ich glaube jetzt, dass dieser Spielstand, aber dieser Spielmodus mit am längsten dauern wird. Weil ich kenne mich. Ich weiß, dass ich mich so ein bisschen dusselig anstellen werde. Wenn es dann in den nächsten Spielmodus dann mit den Tieren losgeht. Das kann sich aber auch dann noch eine ganze Weile hinziehen. So, da hinten sind die Züge, dann haben wir es auch wirklich nicht mehr weit. Erschöpfung, ja gut, ist in Ordnung. Hunger, Durst ist auch okay. Und Kälte sowieso. 5 Stunden Tageslicht. Ich könnte auch alles auf einen Blick machen, aber nein, habe ich keine Lust zu. Ob da läuft der Wolf oder einer der Wölfe. Dich kriege ich bald. Dauert nicht mehr lange. Oh, was liegt da denn? Oh, eine Fackel. Oh, ein Nähset. Und ein Energieriegel. Oh, eine gefrorene Leiche. Oh, Trockenfleisch. Oh, ein dicker Wollpullover mit Zopfmuster hält den Oberkörper auch nass noch warm.
Das fände ich ja geil. Puh, sagt er, ja. Jetzt, ich hätte mal ordentlich durchsuchen sollen. Ich Volldepp. Was sagt Erschöpfung? Geht. Schöpfung ist okay. Ist okay, Alter. So. Ich finde aber, man kann über den Grafikstil natürlich sagen, was man will, aber ich finde das super. Ich finde den Grafikstil klasse. Ja, hau mal ab. Hau mal ab. So, gleich versorgen wir uns jetzt noch im Lagerbüro und dann beende ich dann auch diese Aufnahme. So, Spiel gespeichert. Oh, noch 100. Ja, unser Magen knurrt. Unser Magen knurrt. Wir haben ja hier. Ach nee, wir haben. So haben wir. So und so. Das muss noch auf 34%. Das müssen wir garen eigentlich noch. Und das müssten wir eigentlich heute noch machen, weil sonst vergesse ich das. Sonst vergesse ich das. So. Gut. Und was zu trinken brauchen wir auch. Wasser, von dem du krank werden kannst. Ja, aber noch geht's ja. Oder was sagt ihr? Durst ist fast weg. Zumindest ist der Durst dann immer fast weg. Das ist ganz gut an dem Wasser. Und was zu essen? Na hier. So. Noch ein bisschen Hunger haben wir noch, aber das reicht jetzt schon. Erschöpfung auch. Ein Tag, 17 Stunden. 4 Stunden Tageslicht hätten wir jetzt noch übrig. Das reicht nicht mehr, um wieder zurückzukommen, oder? Müssen wir gucken. Ich muss, bevor ich das jetzt vergesse, einmal die Lampe einpacken. Ist die Lampe hier? Nee. Ist die Lampe hier? Jo, hier ist die Lampe. Lampenöl haben wir ja auch, ne? So, einmal die Sturmlaterne wieder. Auffüllen, reparieren, zerlegen. Tragen, Brennstoff, Petroleum haben wir aber, ne? Kanister, ein alter Metallkanister mit Petroleum zum Befüllen von Öllampen. Siehste, wir können die doch einmal befüllen. Aktion auffüllen. Kein Petroleum verfügbar. Das war schon. Okay. Verbrennt Petroleum. Okay. Gut, die können wir dann mitnehmen zum nächsten Mal. Jetzt würde ich sagen, oh, minus 1 Grad. Ey, ist ja schon fast sommerlich. Jetzt würde ich sagen, sind wir dann für die. Habe ich den eigentlich schon durchsucht? Nee. What have we here? Schmerzmittel, prima. Gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann zurück zum. Na, wie heißt das jetzt? Zurück zum hey. Hat er irgendwie jetzt nicht ge. Hat er irgendwie jetzt nicht protokolliert. Okay, ist ja auch in Ordnung. Hat halt da zum Staudamm zurückkehren und dann mal gucken, was wir dort so alles finden werden. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge und nicht erst in der nächsten Aufnahme. Bis dahin sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Long Dark. Bis dann. Tschüss.